Also, wir kommen heute zur weiteren Folge in Akt 3, wo es jetzt dann vom Warehouse-Distrikt, den ich erstmal über die Sievers wieder erreichen muss, weitergeht eben zum Marketplace und dann geht es hier, glaube ich, zum Hafen. Wobei hier unten geht es, glaube ich, zur Queen und hier unten geht es zum Hafen. Naja, muss ich mal gucken. So genau habe ich das jetzt auswendig nicht im Kopf, wie jetzt die genaue Reihenfolge ist und wie diese einzelnen Wegmarker zusammenhängen. Aber auf jeden Fall jetzt erstmal zurück in die Sivas. Oh, das ist schon wieder der erste Vierer, der sich mit Sicherheit lohnen würde, den auch zu einem Armor und Energy Shield. Okay, Evasion Rating und Energy Shield. Auf jeden Fall den zu einem schönen seltenen Item zu machen. Mal gucken, inwieweit mir da die Essenzen auch in irgendeiner Form weiterhelfen können. So, ich hoffe, dass da oben jetzt gleich der erste Ausgang ist zum Warehouse-Distrikt und ich nicht gerade wieder Richtung ein Feature, das aus einer anderen League stammt, mit den, ich glaube, waren das Nemesis-Mods? Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall war das anscheinend auch schon der letzte. Da gibt es wieder Quality. Okay, eher Sackgasse hier unten. Dann mal schauen, wo hier der Übergang ist, also der Ausgang in den Warehouse-Distrikt. Weil sonst gibt es hier unten eh jetzt nicht viel zu tun. Und ist es der Ausgang oder ist es der Eingang? Okay, keins von beiden. Ach ja, es macht ja auch so viel Spaß, in der Kanalisation rumzulaufen. Ah, eine weitere Strongbox. Sieben zusätzliche Items. Okay. Aber sonst nicht allzu viel Brauchbares. Surveyhaus-Distrikt, na endlich. Also, ab nach oben. Schließlich geht es ja darum, auch ein bisschen flott voranzukommen und mal gucken, ob ich in der heutigen Folge schon bis in den Turm letztlich komme. Also bis in die Konfrontation mit, wie hieß er noch gleich? Malakai? Ich weiß nur noch so in Erinnerung von wegen The Two, bla 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 of God. Naja, aber auch solche Hybris geht irgendwann zu Ende. Und wo ist hier schon wieder der Ausgang? Okay, da drüben. Eine erste von diesen Karten halt. Ja. Three Faces in the Dark. Drei Chaos Orbs. Knochengerippe sind immer noch meine liebsten Feinde, weil die sind in aller Regel recht langsam. Man kann den gut als Bogenschütze davonlaufen. Oh, ein neuer Silvercoin. Das heißt, ich kann mir eine neue Prophecy erstellen lassen. Aber ich werde erstmal ein bisschen sammeln.
den Silvercoin jetzt nicht gleich wieder ausgeben. Auf jeden Fall so mit dem flotten Chaos-Pfeil oder Gift-Pfeil, Split-Arrow. Das macht es schon richtig Spaß, so auf Horden zu treffen. So Einzelfiecher zu fällen ist dann ein bisschen umständlicher. Hey, was sind das denn schon wieder für Ganoven? Ein Gremlin-Legionär. Ich weiß gar nicht, von was die jetzt schon wieder auftauchen oder wodurch. Ob es da irgendwas Besonderes gibt. Naja, die Frenzies machen auf jeden Fall eine ganze Menge aus von 479 auf 391. Schon ein deutlicher Schadensbonus. Ach richtig, man kann meinen Punkt ja noch vergeben. Damit sollte ich jetzt hier für den Anfang wahrscheinlich meine Resistenzen ziemlich auf das Maximum bekommen. Ja. Bevor ich rauslaufe, werde ich mal den Punkt einstellen. Weil aktuell geht es ja jetzt hier, die Lightning Resistant, Cold und Fire Resistant zu holen. Und damit sollte ich jetzt hier wahrscheinlich schon ziemlich am Maximum. Genau, das heißt 75, also 78 davon real und 75 davon greifen nur. Und das heißt, für die anderen beiden ist es dann auch nochmal ganz gut, 18% drauf zu bekommen. Und dann bin ich auch gut vorbereitet für die zweite Schwierigkeitsstufe, wo ich ja schon einen Malus von 20% auf alle Resistenzen bekomme. So, dann müsste mich langsam tatsächlich dem Ende. Ah ja, hier ist ja schon der Marketplace. Dann müsste hier unten doch zumindest noch dieser Rollover auftauchen. Oh, eingefroren. Im Moment noch recht ungefährlich, weil so schlimm ist es normalerweise nicht. Dass ich dann sofort überrannt werde oder ähnliches. Achso, wo fehlen denn hier jetzt noch welche? Haben sich hier drin irgendwo versteckt? Ja. Ja, dann gab es im Warehouse District auf jeden Fall nicht mehr so viel zu holen und dieser komische Rollover-Lava-Dingsbums ist da anscheinend nicht mehr, sondern ist wahrscheinlich tatsächlich durch diese Horde Maskierte ersetzt worden. Auf jeden Fall brauche ich hier jetzt den Zugang zu dem anderen Sieber, wo ich dann auch die dritte Büste finde für die optionalen oder für den optionalen Auftrag. Und irgendwo hier gibt es auch diese besondere Kiste, in der es die Allflame war es nicht jetzt nochmal, aber irgendwas ähnliches, was dieser Geist dann später haben möchte. Ah, da ist ja schon das Ausrufezeichen. Ist auf jeden Fall jetzt deutlich besser sichtbar, weil ich habe es schon öfter übersehen. Genau, die Ornate Chest und, ah ja, den Dekanter Spiritus. Hey, noch ein paar
von diesen Outwelt-Dingern. Und da ist auch schon der Marketsieber. Kann ich gleich reingehen. So, straightforward, auf die Büste holen. Oh, noch eine Strongbox. Ach ja, sowas kann ich doch nicht einfach liegen lassen. Giant Life Flask, Level 24. Okay. Einen weiteren Slot. Oh je, noch so ein Ding. Das sind schon vier von diesen Regenbogen-Einfärbeteilen oder von den Zocket-Färbe-Währungen. Und hier dürfte auf jeden Fall der Übergang von dem einen Marketplace zum anderen, also den beiden Teile, wo dann auch diese riesen Statue rumläuft, die mir ans Leder will. Aber auch wenn ich mit dem zweiten Ausgang wahrscheinlich hinter, also auf die andere Seite komme, werde ich sie natürlich trotzdem anschauen und platt machen. So, und da ist die Büste. Ja, diese Springviecher, die mag ich überhaupt nicht. Weil die einem dann doch ziemlich schnell zusetzen kann. Ah, keine Monster mehr da. Gibt es hier noch eine Kiste? Ansonsten gleich wieder raus aus dem Sieber. Naja, noch ein Blacksmith. Gut. So, also Abmarsch nach oben. Ja, das mit den Frostpfeilen, das ist auch nicht das, was mir besonders beliebt ist. Weil jedes Mal, wenn ich nicht schnell abhauen kann, dann ist es immer gefährlich. Weil dann könnte schnell was passieren, was mich um die Ecke bringt. Immerhin ist es hier ja kein Hardcore, sondern nur, ja, Sterben ist jetzt zumindest nicht katastrophal. In den höheren Leveln ist es dann nur ärgerlich. Also in den höheren Schwierigkeitsstufen. Weil dann doch erhebliche Experience-Fortschritte verloren gehen können. Ja, immer zur besten Zeit. Noch ein Silver Coin. Coole Sache. So, da ist jetzt der Übergang oder vielmehr die Catacombs und hier müsste jetzt auch ein Wegpunkt sein. Ah, der Wegpunkt ist jetzt hier früh. Gut, dann activate Made Waypoint und gleich erstmal das Zeug. Dann kann ich jetzt nämlich gleich die Mission abschließen. Hagan. The Beatles poet could either spoil from Chitters, but not from us, eh? Just because I like you. Book of Svergils. Grant a passive point and two passive respawn points. Sehr schön. Kann ich gleich die nächste Resistant aktivieren. Und damit bin ich jetzt hier auch bei 72 bei Cold Resistant. Und Navali? Hallo. Das ist die Prophecy. A grand treasure fractures like a dropped mirror, yet somehow goes unharmed. You will slay a foe who drops vier identische Rare Items. Und hoffentlich sind das gute Rare Items. Kalandras Kräft. Hat er. Ja, aber mehr werde ich jetzt nicht aktivieren. So, erstmal jetzt hier die Chromatic Orbs bekommen. Und einmal die Life Flask umstellen. So, jetzt gilt es erstmal noch, die dicke, fette Statue
platt zu machen. Genau, hier ist der Durchgang. Und Mr. Super Duper, da ist er schon. Markus, der was auch immer. So, immer gleich mit allen auf einmal anlegen, dann wird es leichter. Oder es wird vor allen Dingen anstrengender. Hat der schon. Ne. So. Dann ist die erste Hälfte eigentlich schon erledigt und jetzt der rote. Oh gut, das sind noch seine anderen. Ja, die kleinen Statuen lassen sich relativ leicht besiegen. Da ist Markus so defaced. Aber jetzt ist er eh schon alleine. Ja. Er reflektiert vor allem den Schaden. Muss ich vor allem aufpassen, dass ich selber nicht. Ah, jetzt ist der Schild alle. Ah, jetzt hat er ihn wieder aktiviert, okay. Das heißt, solange der Schild aktiv ist, geht der meiste Schaden zurück. Aber sobald der irgendwie abgelaufen ist. Okay, jetzt hat er ihn, glaube ich, eh wieder erneuert. Das ist keine Ahnung, wovon das abhängt oder wie lange der tatsächlich läuft, bis der alle wäre. Aber so lange dauert es jetzt hoffentlich auch nicht mehr, ihn zu erledigen. Na komm schon. Okay, jetzt haben wir nochmal ein paar Treffer. Ja. Ich denke vor allem die Criticals oder sowas, die dann. Na, ja, da war ja nicht viel drin. Naja, zumindest nichts Brauchbares. So, hier jetzt nochmal die letzte Runde, bevor ich dann einmal in die Katakomben runtersteige. Aber soweit ich weiß, ist da ja hier jetzt noch nicht wirklich was zu holen, sondern wenn dann erst ja, wo war das eigentlich? Im genau, das war im zweiten Akt, wo dann zumindest dort was Sinnvolles zu holen gewesen ist. Ah ja, das heißt, in den Katakomben gibt es jetzt ein Escandency. Okay, dann gibt es jetzt also doch einen Grund, hier in den Katakomben sich aufzuhalten. Hey, neues Amulett und ein Lederbelt. Ui. A grand treasure fractures like a dropped mirror, yet somehow goes unharmed. Hm, toll. Was mache ich mit den Dingern? Mit dem Cold Stuff kann ich auch nicht viel anfangen. Aber ich glaube, es gab irgendwas, wenn man mehrere von der gleichen Sorte irgendwie abgibt, dass man da irgendein bestimmtes Item bekommt. Wollen wir nachher nochmal probieren. Das müsste irgendein Rezept jedenfalls geben. Aber immerhin kann ich hier natürlich auch die Fire Resistance schon mal aktivieren. Logischerweise. Und dann. Ja, Fire Resistance ist jetzt auch auf Max, das passt. Das heißt, Cold Resistance ist eigentlich nur noch, wo ich mich noch um maximal 3% im Moment verbessern kann. Gute Voraussetzung für die nächste Schwierigkeitsstufe. Ich hoffe, die Krypta ist ein bisschen kreisförmig angeordnet. Dass ich dann nicht alles doppelt ablaufen muss, sondern nachher den Rest anschauen kann. Genau, das war bei dem anderen, war hier nämlich der Bischof normalerweise als Endboss. Und wo ich dann diese goldene Hand holen musste. Aber eben, das war im zweiten Akt.
So, aber hier gibt es außer den Spinnen und den anderen nicht allzu viel. Aber gibt es jetzt hier den Zugang zum... Ne. Hier ist das Labyrinth nicht. Das Labyrinth ist irgendwo dazwischen. Na gut, dann kann ich jetzt auf dem zweiten Weg hoffentlich zurücklaufen. Oh, dann gibt es mal wieder eine Essenz. Ein 20%er. Naja, viel Platz habe ich jetzt nicht mehr. Muss ich gleich mal einen Abstecher machen. Ey, heute bin ich so alle auf dem Kopf. Das gibt's ja nicht. So. Ah, da ist mein Labyrinthzugang. Dann fehlt mir letztlich nur noch ein Labyrinth, um dann die Lord-Labyrinthe in der einfachen Schwierigkeitsstufe abzuschließen. Aber ich vermute mal, dass das letzte Labyrinth dann im vierten Akt auf mich wartet. An Emperor cannot allow himself to become buried in the shadowed vaults of self-doubt. An Emperor navigates his way through the terrors of perplexity with his eyes set firmly on the rising sun. Na dann, zeig mir mal, worum es geht. Okay, irgendwelche Ratter. Okay, aber die tun mir jetzt erstmal nicht direkt was. Ich muss nur schauen, dass ich da irgendwie so durchkomme, dass sie mich nicht allzu stark streifen. Locking Door, okay. Da hinten ist der Lieber. Viele, viele Zahnräder, die mich alle killen sollen. Ha, der eine ist schon gekillt, von den Zahnrädern selber. Ah, jetzt bin ich wahrscheinlich in dem Bereich, wo ich kein Portal aktivieren kann. Okay, die eine schwebt einfach nur durch die Gegend. Okay, aber teilweise lässt sich schon... Ach, das war's schon. Okay. Na dann. An Emperor must bear two blades. Hope in the left hand, surety in the right. Genau, damit fehlt nur noch eine Area. Oder vielleicht gibt es noch irgendwas danach, was ich dann noch machen muss. Das weiß ich noch nicht. Hat er so ein Ding noch nicht erledigt. So, also gibt es für diese vier Items was Besonderes? Also drei Items von dem gleichen geben auf jeden Fall ein Orb of Alchemy. Sehr schön. Ja, ein Orb of Alchemy bekommen. So, was jetzt noch interessant ist, natürlich hier das Onyx. Ha, Cold Resistant, das ist die letzte Resistant, die mir noch gefehlt hat, aber dafür verliere ich die Life Regeneration. Das ist natürlich wieder schade. Aktuell Life Regeneration 26,8. 24,8, naja, das geht. Das lässt sich verschmerzen. Dafür sind die Resistants jetzt alle vollständig, also zumindest für den aktuellen Status her. Also jetzt erstmal zur Battlefront. So, da geht es dann schon nach oben. Da müsste auch der Wegpunkt sein. Aber erstmal werde ich jetzt nach drüben schauen, da wo letztlich die Barriere wiederum existiert, weswegen ich dann nämlich auch nicht wirklich weiterkomme. Mal gucken, ob die eigentlich schon angezeigt wird. Normalerweise, genau, das ist nämlich das, was noch dazu kommt. Und hier rüber komme ich da nämlich auch nicht, weil hier auch unterbrochen ist aufgrund des Schildes. Aber da muss ich erstmal zum Schild gelaufen sein.
bevor das dann auch auf der Karte eingezeichnet wird, dass da keine direkte Verbindung derzeit besteht. Und die ist normalerweise hier unten. Hey, was ist denn das für ein Typ? Auf jeden Fall haben wir da anscheinend die Effekte um einiges für bearbeitet. Wirkt noch sehr viel. Wirkt auf jeden Fall anders, wenn er da so mit so einem komischen Flair angerannt kommt. Dann müsste es ja eigentlich auch erstmal zu dem Hafen noch gehen. Wobei das ist, glaube ich, der zweite Punkt, der da entstanden ist. Weil das eine geht Richtung Gambling Queen und das andere geht zum Hafen. Und die dritte Verbindung ist die, die blockiert ist. Genau, da oben. Da kann ich auf jeden Fall gleich schon mal das für die Gambling Queen mitnehmen. Ihr Spielzeug. So, genau, da ist die Chest und das ist der Captain, der Zwischenboss oder der kleine Boss für die Karte. Ja, hier geht's nicht weiter. Genau, die Bridge ist blockt. Genau, jetzt ist die Unterbrechung auch hier. Und deswegen, hier geht's dann zum Hafen und hier geht's zur Gambling Queen. Beides, was ich ganz gerne noch erledigen möchte. Genau, die Ribbon Spool, das ist das, was die Gambling Queen gerne von mir haben möchte. Und letztlich muss ich im Hafen noch die Laterne finden, damit ich dann von der Gambling Queen sofort dieses Item bekomme, also diese Laterne, mit der ich dann die unüberwindliche Barriere letztlich dann doch niederbrennen kann. Weil der kleine Übergang dann von den Zivas wieder nach oben, der dann direkt hinter der Barriere liegt, sobald sie niedergebrannt ist, das ist, glaube ich, der Übergang in die Ebony Barracks. Da ist schon der Captain aus dem zweiten Akt, der jetzt hier nochmal gebunden ist. Der will ja an sich jetzt auch zwei Sachen von mir haben. Und hier hinten ist dann der Wegpunkt, damit ich ihm später die Pflaume, die er noch braucht, um dann befreit zu werden, letztlich schnell wieder vorbeibringen kann. Also Captain Fairgives. Now there's a familiar face. Before you say anything, yes, I did try to kill you. Inexcusable. I allowed pragmatism to overcome honor in a moment of desperation. I know we've only just been reacquainted, but to put no finer point on it, I need your help. Interested, are we? Oh, splendid! You may fault the man, but you can't fault his craftsmanship. Ja, den Dekanter hat er jetzt schon genommen. Das heißt, dann bringe ich tatsächlich nur die Laterne zur Gambling Queen, die ich jetzt noch, also die Laterne werde ich jetzt noch suchen, damit ich mit der Ribbon Spiel und der mit der Laterne gleich zur Gambling Queen dann gehe. Und hier komme ich dann zurück, sobald ich die Pflaume gefunden habe. Und jetzt geht es erstmal weiter, eben noch diese andere Kiste zu finden, in der sich eben diese Laterne befindet. Da ist jetzt auch schon der kleine Boss für dieses Level. Und ich denke, dass da hinten dann auch die entsprechende Kiste liegt. Weil das ist zumindest das, was er, glaube ich, bewacht hat. Ja, mal schauen, ob die tatsächlich da hinten ist oder ob die noch an einer anderen Stelle liegt. Okay, hier ist sie jedenfalls nicht. Juhu. Next Level. So, jetzt geht es erstmal darum, die Mana-Geschichten weiter zu verbessern. Ich muss mir nur überlegen, ob ich hier rüber gehe oder ob ich von Dexterity aus komme. Ah, weder noch. Okay, in der Überlegung her, genau, hier habe ich noch die ganzen Projektilgeschichten. Das heißt, das ist hier ein längerer Weg nach oben.
Das heißt, zum einen geht es dann hier rüber. Mal sehen, dann müsste ich auch mit dem wieder nach oben kommen oder ich gehe gleich die 3 nach oben. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ja, weil jetzt ist es eben wichtiger, da oben hier zu der 40% Mana Regeneration Rate zu kommen. Naja, aber auf jeden Fall muss ich da erstmal hier rein, um da dann weiterzumachen. Da hinten ist der Container. Ah, die Traumatic Sulfide. Okay, dann kann ich mich jetzt auf zur Gambling Queen machen. So, mit dem Typen von der Barriere muss ich mich ja jetzt eh nicht nochmal anlegen. Jetzt gilt es erstmal hier drüben den einen Wegpunkt zu finden, der irgendwo da weiter oben ist. Und dann eben Richtung Gambling Queen aufzubrechen. Was jetzt hier auch relativ einfach ist. Weil ich mich einfach da nur... Ach, da ist er schon. Nee, das ist er nicht. Das ist ein anderer. Aber der andere ist auch da. Der macht neben dem schönen leuchtenden Orangen überhaupt nicht so viel her. Und ist auch schon erledigt. So, da ist schon der Wegpunkt. Und jetzt weiter nach oben, wo dann der Eingang Richtung Gambling Queen wartet. Das sieht auf jeden Fall cool aus, wenn die so vorwärts stürmen. Das hat was. Da bin ich echt gespannt, wenn die DirectX 11-Variante funktioniert und ich auch mit der aufnehmen kann. Mal gucken, inwieweit es dann auch nochmal irgendwie mit mehr Effekten dargestellt wird oder was da sonst noch an grafischen Elementen verbessert wird. Und Performance soll ja auch noch ein bisschen besser geworden sein. Quick und Lebensregeneration. Enger ist, glaube ich, jetzt eine neue Essenz. Jawohl, eine neue Essenz gefunden. Und die macht in welche Richtung? Fire Resistant. Das ist ja schon mal hilfreich. Dann kann ich da eventuell später nachrüsten, dann im, sobald es in die nächste Schwierigkeitsstufe gibt und wenn die Resistenzen dann nicht mehr bei 75% liegen. Da oben ist der Eingang zur Gambling Queen. Dann ist es nicht mehr weit. Nicht mich blitzen. Mag nicht geblitzt werden. Wobei hier sind jetzt auch noch die Standarten. Da müsste es wahrscheinlich sogar 3 Level geben. Obwohl der Brutus-Verschnitt kann wahrscheinlich auch in dem, auf dem Weg zu Piety nachher relevant sein. Das heißt, der kommt hier eventuell noch gar nicht. Oh, Tora. Mal wieder eine Master-Mission. There you are. Good. There's fresh vermin roaming about out there, and the trail is still warm. The whole thing stinks of corruption, I know. But sometimes you have to behave like the animal you want to kill. Okay, wenn die jetzt wieder nach hinten zeigt, dann müssen die ja wahrscheinlich jetzt da aufgepoppt sein, wo ich schon gewesen bin. Mal gucken, wie viele das jetzt sind und wo die da... Oh ja. Oh. Vor allem diese Springbosse. Oder die Springfrösche. Okay, aber in dem Umfang... 35. Na dann. Okay, Nummer. Ja. Also entweder habe ich ihn zwischendrin erledigt oder es gab keinen. Genau, da war jetzt wieder, dass die sich zu einem hinbeamen. Was auf jeden Fall sehr praktisch ist. That's more like it. The tang of a fresh kill and a new beginning. Let's talk when next you're in the forest encampment. We make a good team and I'd like to build on that. Level 2. Ab Level 3 kann ich, glaube ich, endlich dann auch ein Hideout wieder anfangen, wo ich mir dann die einzelnen Master reinholen kann und die Daily Missions machen kann. So, dann geht es jetzt schon ein Level nach unten. Tja, da ist sie gleich nochmal. Ist ja lustig. Zweimal hintereinander.
Also, was gibt's diesmal? You in the mood for some hunting? If so, I have the perfect quarry for you. The whole thing stinks of corruption, I know. But you can't expect to put your nose to the ground without getting it dirty. Da sind schon die ersten. Diesmal sind Schlangen. 55 Stück, ja, Wahnsinn. Okay, da ist die große. Goddess of Purity. Genau, ich. Und sie erschafft immer wieder solche Wasserviecher. Pures, lebendiges Wasser. Super. Die wirft auf jeden Fall ihren Speer nicht weg, weil sonst kann sie ja nicht mehr die Boden stechen und die Dinger rufen. Aber damit ist sie jetzt auch erledigt und dann sollte es bis zur Gambling Queen nicht mehr weit sein. Ja, die haben sogar Dreifachschuss. Und wieder ein Level aufgestiegen. So, also weiter nach oben. Elf fehlen jetzt noch. Dann, ja, dann ist auf jeden Fall gut, dass Thora dann zu mir kommt und ich nicht den ganzen Weg bis nach vorne zurücklaufen muss, weil da ja hinten jetzt der Wegpunkt, ja, da ist der Wegpunkt auch schon. Ach so, nee, normal sollte ich jetzt genug Platz bekommen, weil sie nimmt die Ribbonspool, nimmt sie ja entgegen und die Traumatic Sulfur, die ändert sie dann gleich. Genau, da ist sie schon. Das Eternal Laboratory ist im Moment noch offen, weil eben das Device ja noch nicht aktiv ist. Ah, sieh mal einer an, da stecken die echt im Device. Na, ein Glück, dass ich da reingeschaut habe, sonst hätte ich die ja ewig gesucht. Also, return to the Master. Der Master kommt zu mir. You have a real knack for slaughter, no doubt about it. Ha, das ging aber flott. Noch eine Mission und ich habe also auf jeden Fall auf Level 3. Ja, da muss ich jetzt doch dann erst nochmal nach vorne und die Sachen verkaufen. I awoke, feverish and barely conscious. I set to drawing these maps through the Sable Hours. I know now that would send me this precious gift. It knows me, expects my return. It would be foolish to disappoint. Hey, da hinten ist sogar noch ein Ghost. Das gibt's ja nicht. Ein Tournament Alchemist. Der hätte sich auch früher bemerkbar machen können. Also, Lady Diala, Gambling Queen. You are not a cockroach. Strange. Inundated with cockroaches I am. Black ones, four limbs, nasty, spiky things. Are you spiky? Oh, gratitude, yes. I should give you a token. Token? What token? This? Is this to your liking? Ah ja, ich bekomme auch wieder ein Amulett. An der Stelle würde ich wahrscheinlich einfach erstmal Dexterity mitnehmen. The cockroaches will come again. They want the twist. Dash of arcanity. Pinch of insanity, a whisper of profanity, and the infernal talc is now ready. So, damit habe ich jetzt eben auch die veränderte, ja, Laterne, Fackel, was auch immer. Auf jeden Fall kriege ich damit dann die Barrikade gleich niedergebrannt. So, dann gilt es jetzt noch die Barriere zu brechen und eben in die nächste Karte weiterzugehen. Genau, und das sind jetzt die Ebony Barracks. So, der Wegpunkt ist jetzt, denke ich, auch gleich irgendwie hier in der Nähe. Genau, direkt da oben. Soweit für heute erst einmal. Bis dahin
von den Ebony Barracks geht es dann beim nächsten Mal weiter. Und dann letztlich, ja, General Gravisius zu erledigen und natürlich noch die Pflaume für Fairgrave zu besorgen. Tschüss!